Hallo zusammen, mein Name ist Ina und ich zeige euch heute, wie ich dieses Roggenkörnerbrot gemacht habe. Dafür wird Wasser, Hefe, Sirup vermischt und dann kommen da die ganzen Mehlsorten rein: das Roggenmehl, Roggenschrot, Dinkelvollkorn, Dinkelmehl und dann nochmal so ein Körnermix. Die genaue Mengenangabe schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Und dann kommt noch Apfelessig rein und Salz, ein bisschen Öl und das wird alles 10 Minuten lang verknetet. Der Teig ist noch klebrig, das ist aber auch okay. Den Teig müsst ihr jetzt einfach 2 bis 5 Stunden gehen lassen. Ihr könnt auch gerne über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Und dann klebt er auch schon viel weniger. Auf die bemehlte Arbeitsfläche wird der Hefeteig geknetet oder der Brotteig. Immer so ungefähr 10 Mal zur Mitte. Immer falten in die Mitte, immer, bis es nicht mehr geht und auf der anderen Seite eine schöne Oberflächenspannung ist. Ihr könnt auch immer mehr Mehl noch benutzen, habe ich hier auch gemacht, weil das war noch ein bisschen klebrig. Aber bei Roggenmehl ist es nicht so schlimm. Und dann wird das schön rund geformt, auf die Oberseite noch nicht, weil da mache ich dann noch Mohn und Sonnenblumenkerne. Dann schneidet noch das Brot ein. Wer möchte, streut jetzt noch später ein bisschen Mehl drauf. Und dann kommt das so in den Ofen rein für 1 Stunde. Und dann habt ihr richtig leckeres Brot fertig. Und ganz einfach zu Hause kann jeder nachbacken. Je länger der Teig geht, desto besser ist es. Die Aromen werden besser entfaltet. Auch der Teig wird ja, besser. Probiert es mal aus. Es lässt sich ganz leicht herausstürzen aus dem Ofenmeister. Das ist ein Tontopf. Wenn ihr mehr Interesse habt zu der Form, schreibt mich gerne an. Ich erkläre euch dann ein bisschen noch was dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.